Hallo zu Dreamfall Chapters. Wir sind hier in dieser Zwischenwelt wieder und wir erfahren ein wenig die Wahrheit. So haben wir jetzt erfahren, dass Brian der Prophet ist. Ich meine, das haben wir schon vorher gewusst. Aber auch ein bisschen, was er genau vorhat und alles. Mal sehen, ob wir gleich wieder eine Sequenz haben, wo ein bisschen mehr offenbart wird. Ja, da haben wir doch gleich noch was. Hier war ich schon mal. Die Bibliothek des dunklen Volkes. Hier ist etwas passiert, das... Okay, los geht's. Wer ist da? Hallo? Komischer Vogel, bist du das? Oh, hab dich gar nicht gesehen. Suchst du etwas? Warte, nein. Was willst du denn? Okay, das ist also damals passiert. Er hat den weißen Drachen getötet. Ja, und ich war da. Ich habe Brian Westhouse gesehen. Und er mich. Er hat versucht, auch mich zu töten, aber... Irgendwas aus seinem spitzigen Magiestab da hat mich getroffen und ich... bin umgekippt. Als ich wieder wach wurde, war ich auf einem Schiff nach Sadir. Muss in ein Fass gekrochen sein oder so. Ich habe mich an nichts davon erinnert, bis der Prophet mich packte. Ich habe ihn verletzt. Da war Blut und... Keine Ahnung, was dann passiert ist, aber sein Blut, es half mir, dich in diese Erinnerungen zu ziehen. Das Blut des Propheten. Verrückt, was? Nicht verrückter als alles andere, was ich diese Woche erlebt habe. Willkommen in meinem Leben. Okay. Er hat also tatsächlich die Trykin getötet. Das ist schon ziemlich bitter. Deswegen haben wir auch nichts mehr von der gehört. Stellst du die Göttin in Frage, Utana? Aber natürlich nicht. Ich möchte nur... Ich muss verstehen, warum alle Nichtmenschen vernichtet werden sollen. Magie ist eine Verirrung. In diesem Kosmos ist kein Platz für sie. Sie ist Chaos. Und Chaos stört die Logik, den Apparat. Ihre Pläne. Das verstehe ich ja. Die Wiedervereinigung kann nicht geschehen, solange die Magie Arcadia regiert. Aber die Nichtmenschen... Wenn wir die Wünsche der Göttin erfüllen sollen, müssen wir die Welt reinigen. Nur dann kann der mechanische Apparat ihr dienen. Verstehst du jetzt? Ich... Ja, Gebieter. Meine Leute werden Lager errichten und die Nichtmenschen auf die Inseln verschiffen. Und ich werde jemanden finden, der das Programm leitet, die Magischen auszumerzen. Gut. Ich werde bald nach Nordland reisen, um die letzten Bauarbeiten am Turm und am Apparat zu überwachen. Ich verlasse mich darauf, dass Arcadia in guten Händen ist. Der heimliche Rat untersteht mir allein. Die Sechs werden weiter auf uns hören. Sadir gehört uns, Prophet und Gebieter. Und diese neue Abgesandte? Schwester Zahir wird sich euch anschließen. Sie ist jung, aber klug und loyal. Sie wird euch in Makuria gute Dienste leisten. Ich vertraue auf dein Urteil. Verständige mich, wenn die Lager fertig sind, Utana. So. Hast du das verstanden? Nein, aber das war Mutter Utana. Sie nahm mich auf, als ich in Sadir ankam. Ich habe ein bisschen für sie gearbeitet. Sie half mir, wieder nach Makuria zu kommen. Kien und sie schienen sich sehr nahe zu stehen, bis sie... auf ihn einstach. Mit einem Messer. In den Bauch. Sie hat... Was? Das war gerade eben. Da draußen. Bevor der Prophet mich am Hals packte und... Oh, Mutter aller Raben, jetzt weiß ich wieder... Ich weiß, was passiert ist. Ich glaube, ich bin gestorben. Bin ich tot? Ich weiß es nicht. Du bist hier. Das ist alles, was ich weiß.
Diese Mutter Utana dient also dem Propheten und manipuliert den Rat der Asadi. Und der Prophet organisiert die Vernichtung der Magie und der Magischen. Westhouse ist also verantwortlich für Völkermord. Himmel. Ich fühle mich komisch, Zoe. Das Gefühl gefällt mir nicht. Ich hab Angst. Tut mir leid, Krähe. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Da hätte ich auch Angst. Und man muss sagen, Mutter Utana, die hat sich nicht sonderlich glücklich angehört. Aber sie gehorcht voll und ganz dem Propheten. So, kommt noch eine Sequenz? Ja, da haben wir noch eine weitere. Dieser Ort, er war voller Zahlen und Kalkulationen, so viele Gleichungen. Ich hab da nicht hinausgefunden. Es war schrecklich, so viel Macht. Ich verdanke euch mein Leben, Herr. Und jetzt wirst du mir dienen. Wie? Du wirst mir helfen, etwas zu bauen. Einen mechanischen Apparat. Wie dieser Kalkulator, in dem ich gefangen war? So etwas Ähnliches, aber viel größer. Von einer nie dagewesenen Größe. Dafür verspreche ich dir Macht. Macht? Was für eine Art Macht? Die Art, die du einmal kanntest, Nekromantenkönig. Das war vor langer Zeit. In einer anderen Zeit, als Magie noch etwas bedeutete. Ich nehme euren Vorschlag an. Was geschieht als nächstes? Was habt ihr getan? Was habt ihr in mich hineingetan? Etwas, das sicher sein soll. Etwas, das verborgen bleiben soll. Es flüstert mir zu. Hör nicht hin. Das Zerträumende hat etwas vor. Also lassen wir es lieber nicht auf die Welt los. Noch nicht. Erzähle niemandem davon. Es gibt Leute, die würden über Leichen gehen, um an das zu kommen, was in dir ist. Oh, meine Lippen sind versiegelt, Gebieter. Ich schwör's. Nur das Zepter kann die Scherbe des Seelensteins zerschmettern, den du in dir trägst. Des Seelensteins? Meines Seelensteins? Er war nie deiner, Zauberer. Aber ja, ein Stück davon. Dieses Zepter und der Seelenstein stammen aus demselben Traum, am Anfang von allem. Ist das die Silberlanze von Gorimon? Wo habt ihr sie gefunden? Sie birgt großartige uralte Magie in sich. Könnte ich... Nein. Und keine Magie. Dieses Objekt ist älter als die Magie. Es kann Magie kontrollieren und vernichten. Es kann das Gewebe zwischen den Welten zerschneiden. Sie ist wunderschön. Ich habe Jahrzehnte nach ihr gesucht. Gefunden habe ich sie bei einem Mitglied der drei Kien. Sie wirkt lebendig. Sie wurde mit dem Blut von Drachen genährt, aufgeladen mit der ältesten aller Magien. Jetzt ist er endlich bereit. Und sobald mein Apparat gebaut ist, wird sich die wahre Macht des Zepters zeigen. Bleib in meiner Nähe, in Makuria. Ich rufe dich, wenn ich dich brauche. Mit der Hilfe der Asadi wirst du meinen Apparat bauen. Sie sind ganz wild auf die Macht, die er ihnen angeblich verleihen soll. Sie werden mir dienen. Ihrem Propheten. Dafür wirst du alles haben, was du je brauchen könntest. Du wirst dabei sein, an meiner Seite. Welten umgestalten. Ich freue mich darauf, Gebieter. Ob der weiß, dass es dann eine Welt ohne Magie ist? Ich wusste, diesem Zauberer ist nicht zu trauen.
Das hätte ich dir auch sagen können. Halt mal, hab ich ja. Er war dabei. Klecks. Als der Prophet mir den Hals brach. Er arbeitet für den Propheten. So, so. Klecks hat also eine Scherbe des Seelensteins in sich. Es muss derselbe Seelenstein sein, den ich Lux gebracht habe. Aber wieso muss der Prophet aufpassen, dass er in Sicherheit ist? Ob es was mit dem Zerträumenden zu tun hat? Das Zerträumende? Es ist in der Scherbe. Es ist nicht in Westhouse, weil es ihn dann unter Kontrolle hätte. Und er ist derjenige, der die Kontrolle hat. Du hattest recht, Krähe. Hatte ich? Hatte ich. Ich glaube, das sollte ich dir zeigen. Okay, und was kommt als nächstes? Wir gehen weiter, schätze ich. Ich meine, vielleicht gibt's ja noch mehr zu sehen. Ja, vielleicht. Okay. Also, das Zerträumte ist in den Seelensplitter und der Seelensplitter ist in Rupert Glecks drin. Und den kann man nur zerstören mit der Hilfe des Zepters, der in Dreikindblut aufgeladen worden ist. Deswegen hat er die mit dem Stab umgebracht. Mhm. Ganz schön durchtrieben, dieser Westhouse. So, was haben wir denn da noch? Ein Maler? Nee, das ist April, oder? Du? Ich hätte wissen müssen, dass du hier sein würdest. Oder das bist nicht wirklich du. Dieser Ort ist seltsam. Du bist wahrscheinlich nur ein Echo, ein Geist. Was sollte das Ganze mit Finde sie, rette sie? Ich habe dich gefunden, aber nicht gerettet. Ich habe niemanden gerettet. Hast du doch. Wie? Ich war gefangen. Du hast mich befreit. Du bist gestorben. Und wurde wiedergeboren. Wirklich? Wiedergeboren? Wie denn? Du sagst es nicht. Oder dieses Echo ist unvollständig. Ich weiß, das kannst nicht du sein. Nicht wirklich. Denn du bist tot. Und das hier ist nur... Also, was mache ich jetzt? Ich soll den Traum retten, aber ich weiß nicht, wie. Tatsächlich? Was hast du erfahren? Ich weiß es nicht. Westhouse hat das Zerträumende nach Arcadia gebracht und es in eine Scherbe des Seelensteins gesperrt. Er hat die Asadi manipuliert und Klecks befreit und... Klecks. Klecks trägt die Scherbe des Seelensteins in sich. Dort ist das Zerträumende. Und die Lanze kann die Scherbe zerschmettern. Dieser Zauberstab, den Westhouse mit sich rumträgt? Mit dem der weiße Drache getötet wurde? Die Silberlanze von Gorimon. Die solltest du mir zeigen, Krähe. Der Schlüssel zur Zerstörung der Scherbe. Unsere Entfesselung des Zerträumenden. Das Zerträumende ist hier gar nicht die eigentliche Gefahr. Ich meine schon, aber nur weil Westhouse es benutzt, es kontrolliert. Wir müssen es befreien. Das klingt ein winziges bisschen riskant. Ich weiß, aber das ist es, was geschehen muss. Ich weiß es. Ich weiß nicht, wieso ich es weiß. Vielleicht, weil Lux es weiß und das bedeutet, ich weiß es auch, weil Lux jetzt ein Teil von mir ist. Okay, also was jetzt? Wir suchen die Lanze und ermorden Klecks und entfesseln das Zerträumende? Nur wir zwei? Das können wir nicht. Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen... Kien. Kien. Wenn ich Kien verständigen könnte, dann... Es gibt noch Hoffnung. Aber ich muss hier raus. Wie komme ich hier raus? Viel Glück. Hey, komischer Vogel. April? Bist du jetzt bereit zu gehen? Ich? Ja, klar. Bin ich. Hast mir gefehlt, April. Ja, du mir auch. Komm jetzt, Krähe. Wir haben eine lange Reise vor uns. Oh, spielen wir April jetzt? Nee, wir sehen nur, dass sie verschwindet. Oder das Echo verschwindet. Und April ist wiedergeboren worden, wahrscheinlich in Saga. Nehme ich jedenfalls ziemlich stark an.
Aber das zerträumende Befreien hört sich jetzt auch nicht so sonderlich toll an. Allerdings scheint es wohl die einzige Möglichkeit zu sein, die wir haben, damit Westhouse das nicht mehr kontrollieren kann. Oh, das Kapitel heißt The Longest Journey. Okay. Ich bin zurück. Naja, mein Verstand ist zurück. Ich weiß, was ich tun muss, aber immer noch in der beschissenen Kapsel. Ich muss hier rauskommen, sofort. Na schön. Ich glaube, Helena weiß nicht, dass ich wach bin. Dabei sollte es besser bleiben, sonst betäubt sie mich wieder. Jep, das wäre wahrscheinlich besser. Jetzt haben wir Entkommen aus dieser Kapsel. Da haben wir Helena. Wir schauen uns einfach mal an. Herzallerliebste Mami, ich kann nicht glauben, dass dieses Miststück meine biologische Mutter ist. Da bin ich eh noch nicht so hundertprozentig sicher, ob das auch wirklich so ist. Was haben wir sonst noch da? Da haben wir noch Steuerung. Mit dieser Tafel wird die Kapsel bedient und... Ah, da ist sie. Nur eine dünne Plastikplatte weit weg. Scheiße. Aber eine dünne Platte aus sehr, sehr festem Plastik. Aha, okay. Wir kommen da nicht ran. Wir können... Da haben wir noch Gabriel. Dad, geht es ihm gut? Er scheint unverletzt zu sein. Gott sei Dank. So, könnte man den irgendwie... Nein, wenn Helena mich hört, betäubt sie mich wieder. Und dann, das wäre das Ende von allem. Und das kann ich wahrscheinlich mit ihr genauso wenig machen. Nein, wenn sie mich hört, verpasst sie mir wieder eine Dosis Gas und das wäre das Ende. Okay, haben wir sonst noch irgendwas da? Also wir haben nur Helena. Ah, wir haben noch einen Vortex da. Träume. Verschränkte Träume, die in mehreren Welten existieren. Reine Energie, die das Universum verändern kann. Okay. Haben wir sonst noch was da? Was ist das hier? Die Realitätsverzerrung? Was ist? Scheint, als würde die Realität schwanken, auseinanderbrechen. Die Mauern zwischen Traum und Realität beginnen bei diesem Vortex dünn zu werden. Das ist ein Genners Werk. Und meines. Moment mal, heißt das, ich kann... Ja, ich bin an der Grenze zwischen Erwachen und Träumen. Die Zeit der Geschichten ist hier, nur einen Gedanken weit entfernt. Was bedeutet, dass ich Träume formen kann? Ich kann die Realität verändern. Na, das hört sich doch mal gut an. Dann können wir jetzt bestimmt das mit dieser Steuerung machen und dann endlich entkommen. Aber ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen, macht's gut und bis zur nächsten Folge dann. Tschüss!